Meine Damen und Herren, er wäre gerne persönlich heute bei uns gewesen. Das hätte er uns auch noch mal selbst gesagt. Wir verstehen aber, dass ein Ministerpräsident viele Termine hat und manche auch davon unerwartet. Umso schöner, dass er uns ein Grußwort zugeschickt hat. Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Stefan Weil. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 39. Mitgliederversammlung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bei uns in Niedersachsen, herzliche Grüße aus der Staatskanzlei. Und wenn ich das sage, bringt es gleichzeitig zum Ausdruck, ich bin nun einmal nicht bei Ihnen. Das tut mir sehr leid. Ich werde gerne einmal wieder bei Ihrer Mitgliederversammlung sprechen. Das ist doch noch etwas anderes als diese digitalen Grüße, die ich jetzt immer häufiger ausrichten muss. Das ist auch das Ergebnis einer Entwicklung, die uns in den letzten Jahren ja massiv durchgeschüttelt hat. Und das gilt gerade auch für die freie Wohlfahrtspflege. Die Pandemie, die hat uns in vielerlei Hinsicht unsere Grenzen aufgezeigt. Sie hat uns gezeigt, wo wir in unserem System Schwachstellen haben. Und sie hat uns auch gezeigt, wo wir wirklich stolz sein können auf das, was in unserem Land geleistet wird. Und die Arbeit der freien Wohlfahrtspflege in den unterschiedlichsten Bereichen der sozialen Angebote gehört mit Sicherheit zur letzten Gruppe. Das waren sehr anstrengende, sehr schwierige Zeiten für alle Mitarbeiterinnen und alle Mitarbeiter, für die ehrenamtlich engagierten Menschen, die zum Beispiel bei einem der, wie ich glaube, ungefähr 900 Mitglieder des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Niedersachsen ihre Arbeit leisten. Ihnen allen nachträglich noch einmal ein ganz besonders herzliches Dankeschön. Wir haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir diese schwierige Phase alles in allem gut haben uns hinter uns bringen können. Gut heißt nicht perfekt, das wissen wir alle. Und wir werden sicherlich alle künftigen Krisen dieser Art etwas besser gewappnet gegenüberstehen, als das bei diesem allerersten Mal der Fall gewesen ist. Und wie wir sicherlich alle, so lege ich auch ich persönlich überhaupt keinen Wert darauf, diese Erfahrung so schnell zu wiederholen. Aber wir erleben eine Zeit grundlegender Veränderung und das geht an unserer Gesellschaft nicht spurlos vorüber. Das merken wir sehr deutlich. Wir sehen es bei der Frage der Migration, wir sehen es auch bei der Frage der Armutsentwicklung. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie unterschiedlich die Bandbreite von sozialen Angeboten ist, wo Mitgliedsunternehmen der Paritätischen Wohlfahrtshilfe ganz konkret vor Ort helfen. Sie tun das mit der Unterstützung von Tausenden von Menschen, hauptamtlich und ehrenamtlich. Und in dieser Breite ist der Paritätische Wohlfahrtsverband aus unserer sozialen Landkarte in Niedersachsen überhaupt nicht wegzudenken. Dafür möchte ich mich wirklich sehr herzlich bedanken. Unser Land ist nicht perfekt. Ja, das ist so. Aber wenn ich einmal die internationale Situation Revue passieren lasse, wenn ich auch einfach mal die Station der deutschen Geschichte und der niedersächsischen Geschichte mir vor Augen führe, dann will ich darauf hinweisen, dass kurz vor dem 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes diese Bundesrepublik Deutschland, diese Demokratie, dieser Rechtsstaat, dieser Sozialstaat es wirklich wert sind, verteidigt zu werden. Wir haben ungeheuer viel Gutes, an dem wir anknüpfen können. Sicher, wir müssen in vielen Bereichen unsere Hausaufgaben erledigen. Das gilt in so vielen Bereichen, dass es hier gar keinen Sinn machen würde, sie aufzuzählen und sorgt auch dafür, dass im Moment der Eindruck entsteht, ja, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig. Aber meine persönliche Schlussfolgerung daraus ist, dann eben die Ärmel hochzukrempeln. Ich bin sicher, wir haben in dieser Hinsicht mit unserem Gemeinwesen, mit diesem sozialen Rechtsstaat etwas, worauf wir stolz sein können und das wir weiterentwickeln müssen, dass wir nicht madig reden sollten. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, denn ich habe bis jetzt eigentlich immer die Erfahrung gemacht, da sind Menschen, die packen an, die engagieren sich, die haben das Herz am rechten Fleck. Und dann macht es auch Spaß, zusammenzuarbeiten. Am Ende ziehen wir, die Politik in Niedersachsen und die freie Wohlfahrtspflege, eben doch am selben Strang und zwar in dieselbe Richtung. In diesem Sinne, alles Gute und nun vertraue ich Sie unserem Sozialminister Andreas Philippi an, der sicherlich sehr viel profunder zu den einzelnen Themen, die Sie interessieren, etwas sagen kann, als ich das jemals tun könnte. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.